Der Werktags-WM-Song mit Duscher und Kratzer. Montag, Mittag, heiße Sonne, das Leiter an der Tür. Im Sheraton Vittoria, in Vittoria. Dort ist Kamerun daheim und wart aufs Abendspiel. Da sagt der Portier vor der Tür, da steht Brasilia. Saison, wir wollen 3 Punkte haben, weil das tat Brasilien reichen. Erst geht das Gach verlieren, wir brauchen einen Titel, einen Neichen. Dafür kriegt Kamerun und das ist gar nicht verkehrt. Eine Option auf die Samba-Tänzerinnen am Königelberg. Doch die Kameruner sagen du na. Weil sie erinnern sich ans 98er Jahr. Montag um 2 und es lädt unter dir. Im Sheraton Vittoria, in Vittoria. Dort wird Kamerun noch immer auf sein oben spül. Da sagt der Portier vor der Tür, stehen Mexikaner. Sie sagen, es kennt Brasilien hätte oben davon geschlagen. Dann ist Mexiko ans Weih, dann muss ich in Kroatien nicht so blauen. Dafür hätten wir einen für Kamerun sehr vakanten Posten. Wir stellen euch den Kolchen Campus zwischen die Pfosten. Doch die Kameruner sagen du na, weil sie erinnern sich ans 98er Jahr. Jetzt ist schon 4 und es lädt schon wieder an der Tür. Im Sheraton Vittoria, in Vittoria. Dort steigen die Kameruner gerade im Bus zum Stadion rein. Da sagt der Portier vor der Tür, da steht Kroatia. Bitte schlagt's Brasilien, weil live und wann das funkt. Dann brauchen wir gegen Mexiko einfach nur einen Punkt. Dafür machen wir euch ein Party und Tor, gar schlechte. Mit Nocker der Kroaten und alle Fotorechte. Doch die Kameruner sagen du na. Weil sie erinnern sich ans 98er Jahr. Damals hat der Polster Tankstellen gekriegt. Dafür, dass Österreich gegen Kamerun verliert. Und was macht der Polster dieser Norm? Schaut an die Laden, schießt der Trottel des Ausgleichstor. Seitdem hat Kamerun die Nasen voll von Bestechung und deshalb haben sie Punkte neu. Come on Kamerun, für ein Achtelfinale muss man schon mehr tun. Come on Kamerun, weil mit Fairness hast bei der WM nichts verloren. Der Werktags-WM-Song mit Duscher und Kratzer. Montag bis Freitag auf FM4.